Servus, Christi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom ETS2 auf der Draxim Map 6.4. Schön, dass du wieder mit dabei bist und so schaust, was wir hier so treiben. Und wir haben ja letzte Folge doch ganz geschickt so ein Dings umeinander gefahren. Sehe ich, wir haben hier noch einen Punkt bei Fähigkeiten, das haben wir auch noch nicht gemacht. Oh, da ist ja noch gar nichts. Was nehmen wir denn da? Hatten wir das letztes Mal nicht? Nee, hat man nicht, gell? Ich würde sagen, wir nehmen hochwertige Fracht. Oder wir nehmen Fernfahrten. Dann müssen wir halt längere Fahrten nehmen. Nehmen wir Fernfahrten, genau. So, dann schauen wir mal in die schnellen Aufträge, was wir Schönes haben, weil eigene Garage und so können wir uns eh noch nicht leisten. Schauen wir mal. Wir sind in Salzburg gewesen, das hätte man schon wieder einen Vorratstank. Für 3,6. 3,6 hört sich aber gar nicht so schlecht an. München-Salzburg haben wir gerade gefahren gehabt. Fahren wir Salzburg-Graz. Für 3,6. Ja, genau. Machen wir doch. Auftrag annehmen. Fahren wir nach Graz. Ein bisschen durch die Alpenrepublik. Nach Deutschland kommen wir sicher auch wieder zurück. So. Starten wir mal die Kiste. Läufst es du? Ja, er lief. Alles klar. Hallo, starten. Der ist ein bisschen leise, gell? Komm, zweiter Gang. Abmarsch. So. Das ist super, ich fange an aufzunehmen. Wir haben einen Frosch im Hals. Ich hält. So, dann schauen wir mal. Blinkt mir brav. Na, kommt eh keiner, Gott sei Dank. Dann fahren wir jetzt mal darüber. So, da la. Ja, und wir kommen raus und die Ampel macht rot. Super. Ja, fahren wir wieder, sind wir wieder unterwegs. On the road again. Super, das wird alles besser, immer besser hier, was ich hier treibe. Könnte man die Feststellbremse reinmachen. Tue ich mir gerade leichter. Ja, ich weiß, dass die gezogen ist. Es fahr halt an, du. Na komm, geht doch, geht. Jawohl, es geht, super. Ah, und jetzt nimm den Gang. Also da habe ich immer nur Probleme, bis ich weiß nicht warum. Ich schalte doch eigentlich. Aber vielleicht muss ich die Kupplung langsamer kommen lassen. Genau. Ich glaube, das ist es. So, fahren wir wieder ein bisschen schnell, ja. Ach ja, wieder auf dem LKW, wieder unterwegs. On the road again, ne? Ich weiß nicht, die LKW-Romantik. Ich glaube, die gibt's nicht mehr, oder? So LKW-Romantik. Ich weiß nicht, habe ich irgendwo bei mir in der Community einen Berufsfahrer, also einen Berufskraftfahrer, gern auch Fernfahrer und so. Diese LKW-Romantik, die ist doch nicht mehr, oder? Es ist doch nur noch Termindruck. Du musst wie ein Depp heizen auf der Straße, am besten die Ruhepausen ignorieren ohne Ende. Dass du dann die Fracht pünktlich ablieferst. Das kann doch... Das ist doch nicht schön, sowas. Macht doch keinen Spaß, glaube ich. Dann wäre es dann da immer so. Ja, und dann dürfen sie ja auf den Landstraßen nur 60 fahren. Das ist ja sowieso, das ist ein Hohn, finde ich. Ich weiß nicht, wie man damals auf die Idee kommen konnte. Ich weiß gar nicht, wann ist das eingeführt worden. Auch schon wieder eine Zeit lang her. Warum dürfen die nur noch 60 fahren auf der Landstraße? Ich muss da rüber. Hallo Auto, ich blinke. Du. Ich habe geblinkt. 500 Euro weg. Super, vielen Dank. Ja, ist mir da hinten reingefallen. Ist wahrscheinlich die Fracht auch noch halber kaputt, oder? Nee, Fracht hat überlebt, Gott sei Dank. So, blinken wir mal darüber. Genau, wo war ich? 60. 60 auf der Landstraße. Ich meine, früher durften die 80 fahren. Da ist doch auch nicht mehr passiert als jetzt. Finde ich. So, meine Meinung. Weiß ja nicht, wie ihr dazu denkt. Alter, dann fährst du mit deinem Auto auf der Landstraße, auf der Bundesstraße, ne? Und dann zuckelt der mit 60 vor dir her, weil er nicht schneller fahren darf. Ich meine, viele fahren ja eh schon schneller. Unerlaubterweise, würde ich mal sagen, ne? Weil, dürfen ja eigentlich nicht. Aber ich bin um jeden froh, der dann schneller fährt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du kannst ja auch meistens nicht überholen. Meistens geht's nicht. Und dann, ja, mei. Der muss ja auch irgendwo seine Fracht abliefern und dann hält er wieder seinen Stress.
Also ich glaube, weil früher, weißt da, könnt ihr euch noch an die Serie erinnern? Ja, die Älteren unter euch mit Sicherheit. Und ich weiß von den Statistiken, ich habe viele ältere Zuschauer. An die gute Serie Auf Achse mit Manfred Krug und dem anderen Charlie, wie hat er geheißen, weiß ich nicht mehr. Der war auch toll, ne? Sind auf ihrem Bock rauf und sind losgefahren, fremde Länder und toll. War doch toll. Danke, dass du mir Platz gemacht hast. Aber ich glaube, so toll ist es gar nicht. Die hatten zwar immer Ärger, aber gut, es war auch geskriptet da. Ja. Aber irgendwie, ich glaube, diese Trucker-Romantik, die gibt es nicht mehr. Oder? So der Zusammenhalt, ich weiß nicht, wie der Zusammenhalt noch ist. Weißt du, wie man es aus so Filmen kennt wie Konvoi oder so. Das war ja auch ein total genialer Film, hat mir total gut gefallen. Rubber Duck und ach, herrlich, ne? Wie er dann gegen den Sheriff und so angegangen ist. Muss ich da abbiegen? Ich glaube schon. Fahren wir mal rüber. Bisschen auf die. Ja, muss ich. Guckst du. Richtig erkannt. Haha. Ja, aber das war auch. Ja, doch, Musik läuft. Das wollte ich gerade sagen. Das Radio ist ausgegangen. Hey Leute, fahrt mal ein bisschen schneller, darf mal 80 fahren. Ich hab's eilig. Ich hab eine Lieferung. Ich hab eine Lieferung. Einfach. Halt mal zu da, du. Komm. Entschuldigung. Ja. Nee, aber ich weiß nicht. Genau, falls ich einen Berufsfahrer habe. Berufskraftfahrer oder eben auch ein Fernfahrer unter uns. Kannst mir gerne mal schreiben, wie das so ist mit der, ob es die Trucker-Romantik noch in irgendeiner Form gibt, wie das bei euch ist. Das würde mich interessieren, das würde mich echt interessieren. Weil irgendwo früher habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht auch echt ein Traumberuf. Gut, das habe ich von meinem jetzigen Beruf auch gedacht, aber ja, irgendwann lernt man es kennen. Es gibt keinen Traumberuf. Dabei habe ich ja sogar noch geschafft, meine Berufung oder mein Hobby damals zum Beruf zu machen. Ich arbeite ja am Computer als ja als was gelernt habe ich Wirtschaftsinformatiker. Mal so einfach zur Info, falls es irgendjemanden interessiert. Mein erstes Programm habe ich geschrieben mit 13 Jahren. Gott, das ist ja auch schon ewig her. Auf dem Großrechner. Ich habe ein Spiel implementiert auf dem Großrechner. Fahre ich mal hinter dir her? Ach, ich glaube, ich nehme die hier, oder? Ich muss ja nicht ganz hinter dir herfahren. Da steht einer drin. Ich darf das sicher auch rein, oder? Ja, doch, da überall darf ich durch. Ui! Komm her. Ja. Zahl mal. Ich schon 500 € verloren. Zahl mal die Maut auch. Als würde ich durch die Schranke durchkommen, ohne zu zahlen. Leut, Leut. Verdammt, ja, die Fahrt lohnt sich. Die Fahrt lohnt sich, meine Herren. Ja, ich sehe schon die Kommentare. Wolle, du fährst genauso beschissen wie im Landwirtschaftssimulator. Tue ich. Ihr habt ja recht. In der ersten Folge ging es richtig gut. Ne? Zwei Unfälle. Oh Gott. Die Fahrt lohnt sich nicht. Gut, dass nicht unser Auto ist, aber das hat es wahrscheinlich Schaden gekostet, oder? Ja. Ich kann nicht 15 Sachen gleichzeitig machen, Spiel. Ich möchte auf F7 gucken. Nein, kein Schaden, wenigstens etwas. Gut. Jetzt wieder aufs Navi zurück. Wieso brummt denn der so komisch? Ich glaube, mein Motor ist kaputt. Er hat aber keinen Schaden angezeigt. Mann, Kollege, ich habe leider keine Zeit. Ich fahre 10 zu schnell. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß nicht, wie die Österreicher das sehen. Ich meine, das kostet Strafe, wenn sie uns blitzen. Naja, time is money, ne? Wobei, wir hätten eigentlich genug Zeit. Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht so rasen. Wann sind wir denn da? In einer Stunde 20 Minuten? Ach, das passt doch perfekt.
Und wir fahren geradeaus weiter, alles klar. Nee, nix Auftrag abbrechen. Was ist denn da noch? Schade, genau. Und hier? Kurznachrichten, braucht kein Mensch. Schlimm genug, dass ich da ab und zu runtergucken muss. Ui, was mir jetzt gerade einfällt, wegen runtergucken und links und rechts gucken. Ich habe jetzt so ein Ding, was mir aufgefallen ist beim LS17, die unterstützen ja von sich aus das Track-IR. Das ist ja dieses Kopfbewegen-Gedöns, wo du dann so deinen Kopf leicht nach links und rechts bewegst und dann bewegt sich so das Gucken mit von auf dem Bildschirm. Das muss, glaube ich, richtig, richtig cool sein, ne? Ist halt auch schweinsteuer. Ich habe da mal geguckt, dieses Track-IR, dieses offiziell Original. Ja, bist du mal 100. Was waren's? 160 Euronen oder so los, dann mehr. 170, 180 Euronen. Hey, dafür, dass ich dann nicht mehr mit der Maus das machen kann, sondern mit dem Kopf. Ganz schön teuer. Aber ich habe dann Rezensionen drüber gelesen, die haben alle geschrieben, ey, wenn du dich mal dran gewohnt hast, das ist so genial. Da denke ich mir, ja, ich weiß nicht. Du hast den ganzen Schwung verloren, verdammt. Ja, kriegen wir schon wieder. Aber das würde mir ja auch mal taugen, sowas. Und dann habe ich gesehen, der Kafron, der hat, das ist bei mir in den Empfehlungen aufgetaucht, der hat es mit so einem billigeren Teil gemacht und das hat eigentlich, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Und das brauchst diese PS3i und dann noch irgend so ein Ding. Und da bist aber, ja, dann halt mit, keine Ahnung, mit 60, 70 Euro unterwegs. Oh, habt ihr gesehen, dass der Hase über die Bank laufen? Wow. Heftig. Und da geht's im Berg runter. Wir wollen. Nee. Nicht so schnell hier. Wir wollen den Berg runter, wollen wir nicht so schnell. Nein. Da bremst man immer da unten. Was macht er da? Um Gottes Willen. Ein Stau? Leute. Ach, verdammt. Wieso stehen die da? Was wird denn das? Er hat einen Unfall geben. Das ist ja heftig. Das sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist aber hier auf der Karte drauf. Das gibt es nämlich in echt. In echt, also im Originalspiel habe ich sowas noch nie gesehen. Aber vielleicht ist es ja auch irgendwo in einer der Patches reingekommen. Ich habe es ja auch ewig nicht mehr angelangt. Ich weiß gar nicht warum. Das ist ein richtig cooles Spiel. Ich weiche wieder komplett ab, ne? Hier passiert was und ich erzähle ganz andere Sachen. Ich war beim Head-Tracking, beim Track-IR oder diesem anderen Gedings. Ich hätte schon mal Lust, sowas auszuprobieren. Weißt du, wenn du den Kopf so leicht bewegst und dann bewegt sie, musst du dich wahrscheinlich ein bisschen dran gewöhnen. Und so wie ich hier immer umeinander hampel, ich glaube, euch wird schlecht werden. Glaube ich mal so, sage ich jetzt. Keine Ahnung. Wird das jetzt wieder einspurige Autobahn da vorne? Oder bleibst du zweispurig? Du bleibst zweispurig, alles klar. Holla! Irgendwie hab ich das Gefühl, das ist keine Autobahn mehr. Du Kacke, ich darf auch nur 70 fahren. Ich knall hier mit 90 durch die Gegend. 90 ist ein bisschen zu viel. Und da ist Graz. Kinderhupe. Oh, nee, nicht schön. Kinderhupe. Ich bräuchte eine Fanfare, der hat sicher keine Fanfare, oder? Ich kenne mal meine Tastenbelegung wieder nicht, ihr kennt mich. Passiert nicht zum ersten Mal sowas. Und ich muss dann irgendwo nur nach links, das heißt, wir ordnen uns hier schon mal ein, bevor der Kollege da hinten uns sperrt. Noch ein Stück. Dann ist es eigentlich schon dort, dass wir Graz freigeschalten haben? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Da? Nein, die nächste. Die nächste müssen wir rein. Können wir schon mal anfangen zu blinken. Dann ein bisschen bremsen, ein bisschen runterschalten. Im Gegenverkehr mal brav durchfahren lassen. Aber dieses Headtracking, das, also das würde mich ja schon mal reizen, ne? Angeblich soll man da ganz, ganz toll. Ach, da kommt ihr, seid so weit weg, ich fahr jetzt rüber. Ja, siehst mal. Ah, es ist.
Wieso nimmt der den Gang immer mal nicht an? Das wundert mich auch noch ein bisschen. Und jetzt? Darüber. Hoi, 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 hoi. Darüber. Eieiei. Und dann ums Haus rum. Na, hier so irgendwo. Wo dürfen wir denn den... Da dürfen wir den hinstellen. Nee, eingepackt wird. Wir machen uns das hier nicht zu einfach. Wir machen es uns ja nicht zu einfach. Ich stehe ziemlich bescheiden da, würde ich mal sagen. Vielleicht sollte ich nicht meinen Reifen bewundern. Ja, doch, es geht eigentlich. Geht, geht. Super. Ach. Ja, und dann ist die Folge auch schon wieder rum, wenn wir das Ding hier eingepackt haben, vernünftig. Einigermaßen vernünftig. Passt für mich. Sehen wir eigentlich auf das Stutzen? Ja, das sieht man. Cool. Gut. Wir sind angekommen. Und. Bonus für Parken 300. Die EPs sind doch wichtig, oder? Passt doch ganz gut. Erfahrungsbonus, Kontostand 3, 6, ja, und wo ist der Rest? Fortfahren? Nehmen wir hochwertige Fracht. Dann kriegen wir mehr Dinge oder der Wolle nimmt zerbrechliche Fracht, genau, dann können wir mal ein paar Tassen in der Gegend rumfahren. So wie ich fahre, irgendwann wird die Fracht auch mal kaputt gehen müssen. Genau. Schön, sonst können wir nichts machen. Nein. Alles klar. LKW kaufen. Wir können mal kurz reingucken, bevor wir die Folge beenden. Ja gut, wir haben nur den einen online kaufen. Hier. Online kaufen. Ach so. Ist eigentlich wurscht durch den Besuch, oder? Ja, ich will mal die LKWs angucken. Was die kosten denn die? Der billigste ist es, oder? Du bist der billigste von allen. Oh ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, der wär's, ha? Hier so 540 PS. Wir können uns nicht mal den hier leisten. Mit 320. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, ne? Mit 8,3 kommen wir noch nicht so weit. Ach, schade. Hätte ja sein können. Okay. Ja, dann war es das mit der Folge. Wieder erfolgreich eine Fahrt rumgebracht. Ich. Ja, schauen wir mal, wo uns nächste Folge das Ganze hin verschlägt. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen freuen, über ein Abo, über Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ne? Bis dahin. Ciao, ciao und Servus.